In Niederösterreich können sich ab übernächster Woche alle zur Impfung anmelden. Und während manche noch darüber streiten, ob das überhaupt Arbeit ist, wollen Influencer in Italien jetzt eine Gewerkschaft gründen. Das Wetter ist heute beides. Besser und schlechter als gestern. Einerseits wird es wärmer, bis zu 24 Grad kriegen wir. Am wärmsten wird es im Südburgenland, am kühlsten in Vorarlberg, hier teilweise nur 14 Grad. Und andererseits gibt es mehr Wolken als gestern und da kann es dann auch ab und zu regnen oder gewittern. Und so unbeständig schaut es jetzt auch mal fürs Wochenende aus. Damit guten Morgen, Servus und Hallo bei Push. Heute haben wir Donnerstag, das ist der 29. April 2021. Das ist euer kurzes Update von KRONE TV. Ja, und da bin ich mal wieder froh, dass ich in Niederösterreich daheim bin. Das Bundesland schaltet ab nächster Woche Schritt für Schritt alle Altersgruppen für die Impfanmeldung frei. Ab übernächster Woche, ab 10. können sich dann wirklich alle ab 16 anmelden. Andere Bundesländer ziehen da aber nicht mit. Der Wiener Gesundheitsstadtrat zum Beispiel kritisiert, dass der Plan in Niederösterreich nur dann umsetzbar ist, wenn wirklich alle versprochenen Impflieferungen kommen. Und das war ja ehrlicherweise in letzter Zeit nicht immer so. Wien selbst öffnet Impfungen also nicht für alle, sondern setzt auf den Schwerpunkt zuerst bei den Impfungen in Betrieben. Rund 10.000 Unternehmen haben sich dafür schon angemeldet. In Tirol zum Beispiel beginnt die Impfterminvergabe für die über 50-Jährigen jetzt. Mit dem Freischalten in Niederösterreich für alle schätzt der Impfkoordinator des Bundeslandes, dass bis Mitte, Ende Juni 65% aller NiederösterreicherInnen zur Impfung kommen. Danach gilt es, die restliche Bevölkerung zur Impfung zu motivieren. Die großen amerikanischen Internetgiganten zum Beispiel verdoppeln teilweise ihre Gewinne. Apple verdient in den ersten 3 Monaten des Jahres unterm Strich ca. 20 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Beste Einnahmequelle dabei? Die iPhones, von denen noch mehr verkauft worden sind. Auch der Gewinn von Facebook fällt mit rund 8 Milliarden Euro nahezu doppelt so hoch aus wie im Vorjahresquartal. Insgesamt sind aktuell mehr als 3 Milliarden Menschen in mindestens einem der Netzwerke des Konzerns unterwegs. Zu Facebook gehört ja unter anderem auch Instagram oder auch WhatsApp. Und ich finde es natürlich super, wenn jetzt auch die Superreichen, die eben in der Pandemie noch reicher werden, während die Welt jeden Cent braucht, vielleicht auch was Gutes tun würden. Und kommt jetzt eine Influencer-Gewerkschaft? Ich meine, viele sagen doch immer, das ist ja gar kein echter Job. Aber sie verdienen Geld, teilweise sogar richtig viel. Und Arbeit ist es auch, das weiß jeder, der schon mal ein Foto professionell gemacht hat und bearbeitet hat oder einen Text formuliert hat, der halbwegs Hand und Fuß haben soll. InfluencerInnen, also Menschen, die auf Social Media Produkte, Meinungen, Ideen und Marken verbreiten, die wollen sich jetzt zu einer Gewerkschaft zusammenschließen. Zumindest in Italien gibt es da jetzt eine Initiative. In den USA gibt es so etwas in der Art schon seit dem letzten Juli, den American Influencer Council. Das ist auch das Vorbild für die Gewerkschaft, die jetzt in Italien kommen soll. Das sind auch irgendwie verrückte Zeiten, oder? Dass die Amis den Italienern zeigen, wie eine Gewerkschaft zu funktionieren hat? Ich finde ja, an der Bar stehen und im Beat mitnicken, das gilt auch schon als Tanzen. Aber gut, da hat jede und jeder seinen eigenen oder ihren eigenen Stil. Heute ist der offizielle Tag des Tanzes und Österreich tanzt sehr unterschiedlich. Ja, also wenn die Gelegenheit ist, tanze ich alles. Vom Walzer bis zum Boogie. In den Tanzschule gegangen, aber ich tanze nicht so gern. Selber tanzen, ne? Schwierig. Nur beim Fortgehen. Und dann auch nur, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat, also nicht, dann eigentlich nicht. Ich tanze gerne, ich gehe nämlich Line-Tanzen. Nur leider kann ich über ein Jahr, kann ich schon lange nicht mehr gehen, weil man das ist, da, ob, trotz dass wir Abstand haben, den Kurs, ja, auf das gerade mich halt auch schon, dass man tanzen geht. Ich persönlich kann nicht so gut tanzen. Aber wenn das andere Leute können, finde ich das sehr gut und mag es auch mir gern anzuschauen. Also ich habe da meinen eigenen Tanz entwickelt und es ist für mich befreiend. Ich habe zum Beispiel sehr gerne getanzt mit einer Gruppe, die bretonische Volkstänze getanzt hat. Am liebsten tanze ich zur Elektromusik, so in so einem Club halt, aber momentan kannst du halt eher vergessen, zu Hause überhaupt. Da kommen ja gleich die Nachbarn vorbei.
Das war das Wichtigste für jetzt mal in der Früh. Wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Update, wenn ihr wollt, hier auf KRONE TV. Bis gleich bei Push. Boom, 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 boom.